Im Wismarer Westhafen tut sich etwas. Es macht fast den Eindruck, als sei die Welt hier noch in Ordnung. Doch dieses Bild täuscht, denn wegen der Corona-Krise sind auch die Sportboothäfen, Marinas und Yachtclubs geschlossen. Bis auf Weiteres dürfen die Boote nicht fahren. Aber sie müssen dringend ins Wasser und aus den Winterlagern raus. Das ist natürlich für uns ganz klar ein Wirtschaftsfaktor. Wir leben von dem Rhythmus. Die Boote kommen im Herbst zu uns, werden repariert übers Winterhalbjahr, gepflegt, gewartet, Servicearbeiten und gehen dann natürlich im Frühjahr wieder ins Wasser, was jeder Kunde auch möchte. Wir haben schon Verträge übers Winterlager, die enden auch irgendwann. Und die enden ganz speziell bei uns Ende April. Aber letztendlich ist das auch so, ja, wir arbeiten in der freien Wirtschaft. Ich möchte meine Kunden natürlich mit Vollservice versorgen. Und wenn er aus irgendwelchen Gründen mal 14 Tage später ins Wasser kann, weil er private Probleme, Sorgen, Wünsche oder sonst was hat, dann gehe ich selbstverständlich drauf ein und biete ihnen natürlich diese Möglichkeit, dass er uns auch mal 2 Wochen länger stehen kann. Und freue mich, wenn er im Herbst wiederkommt und das auch so nach außen trägt. Wenn er natürlich den ganzen Sommer stehen würde, dann würden wir diese Lagerkosten natürlich schon irgendwo auch berechnen. Aber dann gehen uns natürlich auch die Arbeiten über das nächste Winterlager aus. Über die Osterfeiertage geht also auch für die Wassersportler hier im Land erst einmal nicht viel. Die Wasserschutzpolizei ist unterwegs und kontrolliert landesweit die Vorschriften.